Was uns in den 7 Jahren verbunden hat, das war mehr als miteinander arbeiten. Das ist einfach so. Das werde ich auch, habe ich oft gesagt, werde ich nie wieder erleben. In der Form. In dieser Form des totalen Vertrauens, des totalen sich aufeinander verlassen können. Und das ist außergewöhnlich. Das ist absolut außergewöhnlich. Und ich glaube, dass das schon fast ein Unikat war. Jürgen macht sich ja einfach und haut einfach ab. Ja, und lässt mich hier mit dem ganzen Scheiß alleine. Und das ist natürlich für jeden Trainer beim BVB relativ schwierig. Das gibt es aber überall dort, wo Trainer eine Epoche geprägt haben. Manchester United, das gleiche Problem mit Alex Ferguson. Ne? Das ist, und Lucien macht sehr gute Arbeit und das ist überhaupt nicht das Thema. Und wenn wir eben über Wehmut oder da sprechen, dann geht es nie um die Wehmut, dass man jetzt ihn nicht mehr als Trainer hat. Aber es geht da um ganz andere Dinge. Es geht darum, dass wenn man abends mal scheiße drauf ist und dann sind wir abends, haben wir Wein getrunken und haben Skat gespielt mit Ola zusammen und haben da richtig Gas gegeben, gespielt wie die Verrückten. Und dann hast du dich danach total stark gefühlt. Na, dann warst du, und das ist, es geht jetzt überhaupt nicht um den Trainer, nicht um den aktuellen und nicht um die davorherigen, aber diese spezielle Beziehung, das ist eben eine andere Sache. Das geht hier um eine reine menschliche Komponente. Und ich habe mich mit Lucien Favre gut, habe mich auch mit Peter Stöger vorher gut verstanden, auch mit Peter Bosch. Und das sind alles gute Trainer, das ist überhaupt nicht das Thema. Wenn es hier geht's immer wieder um das Thema, wenn es hier darum geht, dann geht es einfach nur um diese private Komponente. Er hat sich ja dann mit Liverpool wirklich wahrscheinlich den Club geholt, der am allerbesten zu ihm passt. Wobei Jürgen würde jeden Verein prägen, komplett, hundertprozentig. Und, wir reden über dein Buch, Akin. Okay. Ist schon klar. Also, aber deshalb bei mir mehr Wehmut. Das ist manchmal im Trainingslager in der Schweiz oder so, dann liegst du nachts wach, kannst nicht schlafen und dann denkst du, irgendwas fehlt. Und dann. Und dann ist das Lachen von Jürgen Klopp auf der Terrasse bis nachts um 2 Uhr. Ha, 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 ha. Und weil die alle immer stundenlang zusammengesessen haben und unfassbar viel Spaß zusammen gehabt haben. Ne?